Hi Team GTSA, was geht ab? Heute soll es darum gehen, ob du der Frau Komplimente machst oder das lieber nicht machst. Das ist ein heiß diskutiertes Thema, dafür gibt es verschiedene Meinungen, wie oft man es machen soll, ob man es überhaupt machen soll. Ich denke, Komplimente können unglaublich kraftvoll sein. Komplimente haben die Möglichkeit, das Beste in Personen und besonders in Frauen hervorzubringen. Komplimente können die Leute glücklich machen und können dafür sorgen, dass das Zusammensein mit euch, mit dir und der Person, der du ein Kompliment machst, dass es noch viel toller und viel schöner ist, dass beide sich freuen und eine tolle Zeit haben. Komplimente können sehr kraftvoll sein, können sehr wirken. Aber es sollten Komplimente sein, die sich auf einen inneren Wert beziehen. Was ist ein innerer Wert? Komplimente wirken besser, wenn du zum Beispiel sagst, ich finde es unglaublich faszinierend, was du für ein Selbstbewusstsein hast. Warum eignen sich innere Werte besser, um daraus Komplimente zu machen? Eignen sich deswegen besser, weil erstens hat die Person meistens was dafür getan, dass sie selbstbewusster geworden ist, vielleicht ist sie ehrlich. Da muss man für arbeiten, das ist man nicht einfach so. Wenn du sagst, mein Gott, du hast so eine schöne Augenfarbe, da hat die Person nichts für getan. Das ist ihre Genetik, ihre Augenfarbe wurde ihr gegeben. Selbstbewusstsein hat sie selbst entwickelt. Zum Zweiten ist das so effektiv, weil um innere Werte festzustellen, damit du merkst, oh, das ist eine Person, die ist sehr selbstbewusst, musst du ihr deine volle Aufmerksamkeit geben. Und das an sich ist schon wieder ein Kompliment. Wenn du der Person deine volle Aufmerksamkeit gibst, wenn du voll bei ihr bist, ihr voll zuhörst, nur dann kannst du wirklich diese inneren Werte feststellen und dann kannst du Komplimente machen, die auch effektiv sind. Aber benutze Komplimente nicht als Technik, nicht um der Frau zu gefallen. Benutze nie irgendwas als Technik oder um der Frau zu gefallen. Benutze Komplimente, wenn du es wirklich ehrlich meinst. Warte, bis es diese eine Sache gibt, bis du diese eine Sache findest in der Person, die dich wirklich beeindruckt. Und dann nimm deine ganze Begeisterung und mach der Person ein Kompliment zu dieser Sache, die dir besonders positiv, vielleicht auch über einen längeren Zeitraum aufgefallen ist. Komplimente können sehr kraftvoll sein, können sehr wirksam sein. Mach sie, wenn du sie ehrlich meinst, nicht als Technik. Und dann ist das eine klasse Sache. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere den Channel für tägliche Videos und guck dir mal unsere Website an, um zu erfahren, was unsere Vision ist und wie auch wir dir persönlich bei deinen Problemen helfen können. Was hast du für Erfahrungen mit Komplimenten gemacht? Hat das bei dir geklappt? Hat das weniger gut? Hat das besser geklappt? Warum glaubst du, hat das nicht geklappt? Oder warum glaubst du, hat das geklappt? Schreib es uns in die Kommentare und wenn du noch Fragen hast, das bitte auch in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns morgen und ihr wisst es ja bereits, ihr könnt es bereits auswendig, aber ich sage es gerne immer wieder, wenn ihr eine Frau oder einen Mann auf der Straße seht, der euch gefällt. Da kam ein Fahrradfahrer lang. Get your ass up und sprich sie oder ihn an. Wir sehen uns morgen. Einen wunderschönen Tag. I'm out.